hat schon drei Autos, einen Swimmingpool und einen Bauch. Ja? Ach, ich danke gut. Mein Mann und ich, wir fliegen dreimal wöchentlich nach Florida. Ja. So ähnlich wird er oft gewesen, als mehr, vielleicht auch minder blöd. Wir merken gar nicht mehr den Übermut. Schauen Sie selber, du bist voll Uran, das goldene Kalbchen am Vulkan. Wir tanzen, denn es geht uns ja so gut. Wie schaut's politisch aus? Sonst machen kann man eh nichts und das Bundesheer steht bereit. Wie gescheit! Das bleibt die Konjunktur. Natürlich bleibt sie nur. Ja, ja, es ist eine schöne Zeit. Wir sind heut glücklich, hart und dumm. Und doch verehrt es Publikum. Das moderne Schwert des Damokles. Das ist ein großes Haki. Hinter unseren Köpfen baumelt es seit längerer Zeit bereits. Wenn's uns einmal in den Rücken fällt, dann gibt es eine Party. Doch wir hoffen, dass in Oben hält das Haki. Und rechts uns einmal lustig gehen wir aus, des Haki stört uns besser nicht. Wir spielen Vogel Johann Strauß und schauen der Zeit direkt ins Knie. Und da sehen wir jetzt das moderne Schwert des Damokles. Heute hat es uns nicht sehr erhöht, nur im Hintergrund für den klugen Gast. Er versteckt es uns die Moral erfasst. Seid die Schneider trocken aller Fakten. Das gesagt der Hacki von Kreis. Das gesagt der Hacki von Kreis. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, wie sehr meine Kollegen und ich, wie sehr wir uns jedes Jahr aufs Neue den Kopf darüber zerbrechen, Ihnen etwas ganz Neues, etwas ganz Unerwartetes und noch nicht Dagewesenes zu bringen. So musste ich Ihnen schon in der vorigen Spielzeit auf Wunsch der Direktion versprechen, dass wir eine neue Kleiderablage, eine neue Garderobe bekommen werden. Entschuldigen Sie, ich gebe das nur weg, das stört so beim Reden. Au! Jetzt ist das Wort der Beleichter. Es geht ihm schon wieder besser. Also, dass wir eine neue Kleiderablage bekommen werden. Und was kein Mensch für möglich gehalten hat, ist wirklich eingetreten, als ich das Haus im Herbst zum ersten Mal wieder betrat. Da war da draußen wirklich etwas gemacht worden. Vielleicht haben auch Sie es bemerkt, das Gedränge findet jetzt so ums Eck herum statt. Naja, ich meine, also die Ablage ist größer geworden, das Gedränge ist auch größer geworden, das heißt, also es ist eigentlich kleiner geworden, weil es größer geworden ist. Oder wollen wir sagen, es ist kürzer geworden, weil die Theke länger geworden ist. Wir haben uns aber gesagt, damit allein darf unser Ehrgeiz noch nicht befriedigt sein. Schließlich gehen ja nur sehr wenig Menschen lediglich wegen der Garderobe in ein Theater. Und so sind wir schon vor der Premiere, meine Kollegen und ich, mit rauchenden Köpfen herumgelaufen, haben alle möglichen Bekannten und Verwandten und andere Analphabeten gefragt, was kann man wirklich Neues und Unerwartetes machen? Hat mir ein Bekannter gesagt, hören Sie zu, Herr Wehle. Er hat Wehle gesagt. Warum erzählen Sie den Leuten in Ihren Konferenzen niemals Witze? Hab ich gesagt, das kann ich ja nicht machen, ich kann ja schließlich in Wien den Leuten nicht alte Witze erzählen. Hat er gesagt, das können Sie sehr gut machen. Glauben Sie, ich gehe nur in Ihr Kabarett? Na, also, haben Sie es schon gemacht? Da habe ich gesagt, nein, na wunderbar, machen Sie ganz was Neues, erzählen Sie den Leuten, alte Witze, hat mir eine Liste in die Hand gedrückt. Ich bin mit ihr zu den Kollegen gegangen, wir haben sie uns angesehen und festgestellt, dass es so eine Art schwarze Liste war, wie soll ich sagen, so ein Witzindex, wo alle die Witze drinstehen, die man eigentlich nicht mehr so recht erzählen kann. Ich habe ja überhaupt eine Abneigung gegen Witze, die so fertig auf Pointe gearbeitet sind. Ich weiß, sie sind immer sehr wirksam und manchmal sogar gut, aber es ist nicht das Wahre. Das Wahre ist eben das, was wirklich passiert. Und um Ihnen einen Begriff von dem zu geben, was ich meine, möchte ich Ihnen jetzt die Geschichte von dem Atomreaktor von Seibersdorf erzählen. Also die nicht. Die, über die Sie sich so gut unterhalten, die kann ich Ihnen nicht erzählen. Das steht in der Liste. Nein, sondern ich meine das, was wirklich passiert ist. Als der Atomreaktor von Seibersdorf in Betrieb genommen werden sollte, da musste das bewilligt werden. Das ist bei uns so. Er muss kommissioniert werden.
Der Mann, der ihn zu kommissionieren hat, ist der Bürgermeister von Seibersdorf. Aber das ist noch nicht die Pointe. Im Gegenteil, der Bürgermeister von Seibersdorf ist in so besonders schwierigen Fällen ermächtigt, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Das hat er auch gemacht. Sein Experte war der Maurermeister von Seibersdorf. Das war der Atomreaktor von Seibersdorf Seltenheitswert. Er ist der einzige Atomreaktor der Welt, der von einem Maurermeister kommissioniert worden ist. Und als Gegenbeispiel und nur zur Illustration des eben Gesagten erzähle ich Ihnen jetzt einen Scherz aus dieser ominösen Liste. Bitte, wenn Sie ihn schon kennen, dann schmeißen Sie nicht gleich etwas rauf. Ich tue es nie wieder. Das ist die Geschichte von der Kirche, die renoviert wird. Kennen Sie nicht? Das ist sehr gut. Da kommt der Pfarrer in die Kirche, herunter sagt zu dem Kirchendiener, du pass auf, der Maurer kommt heute mit seiner Arbeit da in diese eine Nische. Bitte gib die Figuren, die in der Nische stehen, in den Hof hinaus. Kaum ist er im Hof draußen, ruft in der Kirchendiener und sagt, Hochwürden, es ist ein Wunderschön. Ja, wieso ja die eine Figur, die ich da rausgetragen habe, die war ganz warm, so als ob sie lebendig wäre. Der Pfarrer schaut hin, sagt, du bist ein blöder Kerl, du hast den Maurer herausgetragen. Naja, also wenn man ihn nicht kennt, ist er auch sehr lustig. Apropos Maurer, Sie wissen doch, was die grässlichste Todesart ist. Von einem Maurer im Stundenlohn erschlagen werden. Aber genug gescherzt, um auf den Zweck meines Hierseins zurückzukommen, muss ich Sie jetzt fragen, ob Ihnen der Begriff Twen geläufig ist. Twen, das kommt von 20 aus dem Englischen. 20 heißt 20. Ein Twen ist also in silbengetreuer Übersetzung ein Zwan. Naja, er ist kein Teen, der Teenager ist der unter 20, weil über 20, unter 30 ist ein Zwan. Teenager ist noch revolutionär, der Twain hingegen abgeklärt, aber wirtschaftlich bedeutungsvoll. Er besitzt zum Beispiel eine eigene Zeitung, die illustrierte Zeitschrift Twain. Die gibt's, die kriegt man zu kaufen. Und wenn er krank ist, hat er seinen eigenen Arzt, der geht zum Zwanarzt. Wird an der Zwansneurose behandelt, fährt mit der Zwanradbahn und so weiter und so fort. Ich habe das alles nicht miterlebt. Zu meiner Zeit, da gab es weder Teens noch Twins. Damals hat man sich mit einem Sammelbegriff geholfen und hat schlicht und einfach Rotzbuben gesagt. Aber wenn die Mode so weitermacht, hoffe ich, dass sie trotz meines fortschreitenden Alters doch noch eines Tages mit mir gleichzieht und vielleicht werde ich dann einmal ein rüstiger Sex. Bitte nehmen Sie ein Zwein mit meiner Zwangsvorstellung vor. Ich bin ein Twin, ich bin kein Bursche, noch kein Mann, ich bin ein Twin. Ist das nicht schön? Ich bin ein Twin. Wenn ich's auch nicht verstehen kann auf das Wort Twin, bin ich ein Grin. Ich hab kein Abkunft, ich hab kein Enkel, aber eine Zukunft hab ich, glaub ich schon. Weil doch in jeder Zeitung stehen tut das nur, und sich drehen tut die Welt. Und ich hab festgestellt, ich bin ein echter Twin. Als solcher trau die kurze Haare daran erkennen, ich bin Twin. Man sieht mich gehen, und schon ist allen Leuten klar ein Phänomen. Ich so ein Twin. Wenn ich mich gifte, lass aus der Hüfte, ich in die Lüfte, Radiomusik. Ist die Musik, die jeder Sammler will geschätzen, nur ist die mit der Tendenz, das ist der Twins. Mach mal Lüdel, Baby, so geht zu meinem Hasel, was Wetter ist kein Nasel, was Wetter ist der Wahr. Baby, wir stehen in Illustrierten, denn wir sind keine Lierten, wir Twins sind eine Macht. Darüber denk ich nach, viele Stunden lang, weil ein Twin hat auch angelangt. Ja, Baby, es ging zwar überraschend, jedoch ich bin ein Dumm, und was, warum? Na, ich bin ein Twin, da gibt es ganze Industrien, die bestehen, nur für den Twin.
wenn ich es trink. Mir gewinn ich's zu wenig, es mir kauft mir 1000 Leik, wo ich strippen geh. Für Twins gibt's Jacken, für Twins gibt's Sacken, zwei junge Sacken hat mir Twin getauft. Von einer Unterhose mit der Marke Twin hat man Millionen Stück verkauft. Ich hab mich nicht drum geraucht. Geh doch, ich bin ein Twin. Das ist die neuzeitliche Form von Gentleman, der nie blieb. Man kennt das Twin. Ideale, die die meisten nicht verstehen. Der Amoui! Natürlich leider gibt es auch Neider. Und der Obschneider. Holy Pertinenz! Jedoch dürfen keine Konkurrenz, denn seid Genossen oberster Potenz! Sind nur wir Twins! Baby, wir waren das doch mein Vater, wie schrecklich wenig Vater gehabt von seiner Zeit. Baby, hab ich auch keine Mittel, doch eine Art vom Titel ist meine Twinigkeit. Dichter, Sänger, Maler verkünden es, Twin sein ist was Völker verbindendes. Baby, die Leute haben Freude, wenn ich in ein Gab rum und was warum. Ich bin ein Twin, und wenn ich gar nichts anderes bin, ich bin ein Twin, und das hat immer was verkehrt. Ich bin ein Twin, das Wort hat sicher einen Sinn, drum bin ich schön, dass ich es bin. Ich bin persönlich und ungewöhnlich, weil sonst wäre ich kein echter Twin. Du hättest gut zwar immer widerstehen, dass alle anderen Twins mich imitieren, das geht mir auf die Nieren. Man hat's nicht recht als Twin, denn das verpflichtet unerhört den Zeugen Twin. Komm nicht zu Ruhe, komm nicht zu Ruhe, man ist mundane, man ist mundane. In jeder Lage souverän, man kann auch sonst so manches tun. Da kann's ja fleißig von seinen 20 bis in die 30 Jahre hinübergehen. Dann ist vorbei die kurze Frist, in der man Twin gewesen ist. Und was ist geschehen? Man war Twin. Meine Hochverehrten, die Arbeitslosigkeit war immer schon ein Problem und sie ist es auch heute noch. Früher war sie ein Problem, weil die Leute, die arbeiten wollten, nicht arbeiten konnten. Heute ist sie mehr ein Problem, weil die Leute, die arbeiten könnten, nicht arbeiten wollen. Wenn man so ein Problem hat, dann gründet man ein Amt. Das kann es zwar auch nicht lösen, aber es ärgert wenigstens die Leute, die mit ihm zu tun haben, derartig, dass sie dann glauben, das Amt sei an allem schuld und nicht die, die es ins Leben gerufen haben, was überhaupt der Zweck eines Amtes ist. Wir führen Sie jetzt auf so ein Amt für Arbeitsvermittlung, wo früher einmal Arbeit gesucht wurde, heute sucht man dort Arbeiter, sonst hat sich nichts geändert. Kriegen tut man beides natürlich nicht. Sie werden aber sofort sehen, dass das Amt dennoch eine wichtige Funktion hat. Es vermittelt das, was nicht vorhanden ist, es sorgt also dafür, dass die Arbeiterlosigkeit gleichmäßig auf alle Arbeitgeber aufgeteilt wird. An seiner Spitze steht ein alter Arbeitsamtsvorsteher, ein erfahrener, um nicht zu sagen alter Kämpfer, der schon viele Stürme überwettert hat und jetzt von der Gewerkschaft mit dem goldenen Fließband ausgezeichnet unter die Unternehmer tritt und dort fürchterliche Musterung hält. Sie sehen also in unserem Sketch Lohn des Amts das, was Sie auch im Leben sehen. Das Amt und die Vermittlung. Arbeit sehen Sie keine. Die gute Frau versprechen kann ich Ihnen gar nichts, wenn der Zufall es will und Sie ein Masel haben, schießt vielleicht der Besen und Sie kriegen ein Dienstmadel auf einen halben Tag, zweimal in der Woche, auf zweieinhalb Stunden. Also da füllen Sie jetzt den Bogen aus. Schreibt alles hinein, was Sie gelernt haben, was für Schulen Sie absolviert haben. Warum muss ich das da hineinschreiben? Na ernst, so ein Madl sucht sich da die Leute aus. In die 30er Jahre hat man auch von einem Lachburschen verlangt, dass er Matura hat. Haben Sie Matura? Matura? Die Reife! Na geht's. Also du schreibst die Einkommensverhältnisse auf und dann, wo sind sie? Was soll ich sein? Na hört denn von nichts der Ahnung, du willst ein Dienstmadel haben, ob sie ledig, verheiratet oder geschieden sind. Haben sie einen Lebensgefährten? Also bitte, warum muss ich das hier hineinschreiben? Also ein Madl musst du wissen, in was für ein Haus es geht und ob ein Mann da ist.
Beziehungsweise was für einen? Also da zeichnen Sie eine Skizze von der Wohnung auf. Schreiben Sie dazu, ob Sie eine Waschmaschine, einen Staubsauger, einen Fernsehapparat und einen Blotenspüler haben. Da schreiben Sie die Schallplatten auf. Also was für Schallplatten haben Sie? Das weiß ich gar nicht auswendig. Das weiß ich gar nicht. Also so geht es nicht! Wenn Sie einen Madel wollen, müssen Sie da was leisten! Ja. Hätte jeder kommen sagen, ich will einen Madel! Also bogen Sie einen Zaun, bogen Sie den Bogen zusammen, nehmen Sie ihn mit, arbeiten Sie ihn durch, in 14 Tagen reden wir wieder miteinander. Nur was fällt uns den Kopf? Wenn ich alle Fragen beantworte, die hier gestellt sind, da brauche ich ja mindestens so lang, wie wenn ein Mädel ein Jahr lang zweimal in der Woche 2,5 Stunden meine Schallplatten anhört. Nun! Na, da kann ich ja gleich selber ein Jahr lang zweimal in der Woche fahren. Na, was glaubst du, was der Bogen da ist? Na? Ist das ein Benehmen? Na? Es gibt keine soziale Gerechtigkeit mehr! Arretiere! Bitte, darf ich jetzt bitten? Oh, Sesam? Ja. Ich erkenne. Ja. Sie haben einen Lehrbuben zurückgeschickt. Bitte? Ja, genau! Bitte, er hat mir so ein Schlecken geschaut. Na und, haben Sie es gemacht? Was hätte ich denn machen sollen? Ja, rumgeschickt. Na, wo ist er? Sie haben es eh nicht gemacht, also was wollen Sie? Wahrscheinlich haben Sie ihn geratzt. Ich habe ihn gebeten, er soll vielleicht was arbeiten. Nun, da wundern Sie, ne? Leute mit einer solchen Arbeitsmoral können wir hier nicht brauchen, sonst das weiterkommen. Bitte, ich brauche gar keinen Lehrbuch nicht. Sondern einen... Was? Zischen's nicht! Ich höre immer Tischler. Einen Schreiner, Gesellen. Ich bin ganz fangen schon wieder mit solchen Sachen an. Nächstens werden sie mit einem Dreher kommen, was? Oder um einen Monteur, was? Oder um eine Schwester, ha? Wann schon wieder? Bitte, er braucht ja gar nichts arbeiten. Es war auch noch schöner. Wieso? Weil ich mache mir nämlich eh alles selber. Wenn er mir nur zeigt, wie es geht. Na, das macht er nicht. Der freut sich nur, wenn sie es nicht kennen. Nein, dazu brauchen Sie keinen Tischler, sondern einen Direktor. Aber ich bitte, der weiß doch nicht, wie es geht. Das macht nichts, aber er kann es Ihnen sagen und den können Sie auch kriegen. Ein Direktor, der nicht weiß, wie es geht? Ja, wo willst du denn den hernehmen? Da? Aus einem verstaatlichten Betrieb. Guten Tag. Ich suche Arbeit. Bitte, haben wir nicht. Ich hab gesagt, ich möchte arbeiten. Vittorio, was haben Sie gesagt? Ich suche Arbeit.
Schauen Sie, dass Sie weiterkommen, geben Sie los mit Pflanzen von Ihnen. Sonst wäre pflanzt in eine Arbeit. Schwarzarbeit darf ich nicht vermitteln. Aber keine Schwarzarbeit, eine normale Arbeit. Wo sind Sie, Direktor, Prokurist, Betriebsobmann? Nein, ich bin ein Schweißer. Schweißer? Da nicht damit Elektroschweißer. Na, natürlich. Betrifft der Schlag. Dran Sie ihn um, lassen Sie ihn aber anschauen. Was ist denn? Ein echter Schweißer. So was habe ich seit Jahren hier nicht gesehen. Und Sie wollen eine Arbeit? Ich habe schon dreimal gesagt. Was für Arbeit? Eine normale Arbeit, ne? Normal, ja, normal. Wo waren Sie bisher? Da, da haben Sie meine Papiere. Ja, ja, ich meine, haben Sie nicht vielleicht am Rosenhügel gearbeitet, oder? Da bin ich hoch. Aber da habe ich gearbeitet. Sagen Sie, schweißen Sie auch in Ihrer Freizeit? Was? Tresore. Ja, geben Sie her, da haben Sie mein Leumundszeugnis. Unbescholten. Und Sie wollen auch arbeiten? Ja! Moment. Das ist eine Situation, die holt nicht jeder aus. Also da hätten wir die B-Wag. Wenn ich Ihnen der B-Wag gebe, fährt es die C-Wag. Wenn ich Ihnen der D-Wag gebe, weiß es die B-Wag und die C-Wag. Wenn Sie zur M-Wag kommen, weiß es die L-Wag, N-Wag und Steh-Wag. Wenn Sie zur H-Wag gehen, flog mit der R-Wag, E-Wag und U-Wag. Wenn ich Ihnen zur I-Wag schicke, E-Wag, A-Wag, N-Wag. Da bricht der Bürgerkrieg aus. Sagen Sie, könnten Sie nicht im Ausland arbeiten? Warum? Ich bin ein Österreicher. Ich will warum? Hey! Bitte nicht aufregen, diese Situation, die hört sich an. Ich kriege jetzt eine Arbeit, ja oder nein? Nicht aufregen, ich habe die Lösung. Also nein, was für eine Lösung? Sie werden selbstständig. Aber da brauche ich doch Arbeiter. Na, dann kommen Sie zu mir. Die Haute Couture, meine Damen, ist dafür, meine Damen, dass sie unbeschränkt regiert. Sie muss das Alte durch Neues stets ersetzen und macht ihr Vorjahrsmodell zu einem alten Fetzen. Na und wir, meine Damen, zeigen ihr, meine Damen, was die Haute Couture kreiert manches Hoch- und Ärmelkleid, das auch sicherlich in nächster Zeit ein Fetzen wird. Ein Porteur, plissierte Duchesse, ein typisches Partykleid mit dem femininen Tunika-Effekt. Frau Kruschtschew war seinerzeit sehr entzückt. Die Fischbeineinlage ist selbst gestrickt, die Dessins von Grand Mamos ist ausgeheckt. Ein Complet in Form, schöne Form, hauteng, aber oberweit. Kaum ein Stückchen Schaum im Raum und doch ein Traum. Man trägt es brasilbraun und grün vor Neid und weige. Ich meine, bei Gelegenheit verständ sich elektronisch selbst gesaugt. Ich schmeiß mir die Hurtochtel her. Steck dir doch meine Bärung. Hier ist es immer Laufmarsch. Au, der Zipferschluss. Du, der Dicke hat soeben kokettiert mit mir. Der ist doch überhaupt nur mir zuliebe hier. Was? Du glaubst, dass du den Mann für dich gewinnst? Der ist längst schon mein Nebenverdienst. Du ausrangierter Haubenstumpf! Was? Du ausgestopfter Unterrock! Was? Du gehörst in mein Warenhaus! Zieh dir mal dein Mieder aus und dann? Was dann? Dann schau dich doch im Spiegel an! Und trotzdem hat der Dicke kokettiert mit mir. Ja, so stell ich mich denn überhaupt noch her mit dir? Du, ich werde gleich dein Gesicht zerbrotzen! Leg die Brotzen, was du willst, dass ich dich massakriere! Die Haute Couture, meine Damen, ist wie wir, meine Damen, so modern und souverän. Sie macht aus uns kultiviert gepflegte Wesen. Wir sind was Besseres, man könnte sagen, auserlesen. Meine ganz, meine Damen fallen stets aus dem Rahmen, denn sie schreiten statt zu gehen, selbst auf schwierigstem Terrain. Man erkennt sogar im Schwimmwasser ein Mannequin.
ein Modell für Auto und Sport, Theater und Maskenball. Äußerst dankbar für den Farbfilmapparat. Dazu trägt man auf dem Charakterkopf den Vollschlag verlängerten Blumentopf. Bei Farben blieb es halt 10% Rabatt. Und auch dies ist wieder ein einzigartiges Original. Die Fasson abstrakt, das Décolleté Louis XV. Das anzuziehen kann sich nicht jede trauen, drum tragen es auch keine normalen Frauen. Das Kleid ist exklusiv für Mannequins. Hilfe, sie bringen mein Haarkummel auf! Au! Der Zinn verschlug. Gibt das Sicherheit zum Auto? Jetzt, sie hat daran Hunger! Erst hast du mit diesem dicken Bremsen vor die Nähe, du bist direkt ein Blick auf unserer Standesehre. Ja, ich weiß ja ganz genau, was aus dir schreit. Nur der Neid, nur der Neid, nur der Neid. Du ramponierte Ofenröhr! Oh, geh hoch den Kirmes zu den Kirmes. Was? Aus dir mach ich Angst vor die Katze. Komm her, ja, nicht in die Nähe. Snacke! Hau her, da warst du draus. Awe! So, jetzt habe ich genug von dir, du frecher Lass. Ui, ein Wort noch und ich rette deinen Pfeffi aus! Husch, du ausgeschwappter Donaukopf! Halt den Schlaf! Renn den Zahn, wir müssen wieder raus! Die und gut Tür, meine Damen, sie zieht hier, meine Damen, die besucht, auch in Betracht. Denn wir brauchen uns auch ohne Kleid nicht schämen. Wir ersetzen die Hülle einfach durch Benehmen. Und dafür, meine Damen, kamen wir durchs Examen und wir haben so weit gebracht, dass in unserer Haute Couture nur die weibliche Elite wie wir die Mode macht. Kommen Sie, wir sind gleich am Ziel. Kommen Sie. Nur keine Angst. Übrigens, was ich Sie noch fragen wollte. Es muss für Sie doch ein sehr merkwürdiges Gefühl sein, so plötzlich von Moskau nach Wien. Da, bei dir Moskau, wie? Ja. Waren Sie schon einmal hier bei uns? Ja, vor 15 Jahren, 1945. Mit der Frau Gemahlin? Nein, mit der Roten Armee. Ach so, pardon. Also, liebe junge Frau, was Sie hier sehen, das ist Wien. Und wo ist St. Pölten? Das ist etwas weiter in der russischen... Pardon, das war einmal. Bitte nehmen Sie Platz. Sehr gut. Bitte. Wo Sie wünschen. Verschli. Geht es drüber. Also. Als Vertreter des österreichischen Pöltenberatungsbüros freuen Sie mich, zwei Russen hier als Ausländer begrüßen. Ja. Zwei Russen, die mit dem Schiff Amur vom Schwarzen Meer, die Blaue Donau, zu uns heraufgekommen sind. Im Urlaub. Ja. Also, wie man bei Ihnen sagt, dabei, dabei. Pardon, Strasnovje. Das Strasnovje. Herr Ober. Das hier Kobenzl. Kobenzl. Ja. Merkwürdig. 3 Jahre war hier in Wien und nie bin hier heraufgekommen. Ja, da herum, da war man auch sicher, ne? Nein, nein. Sicher haben Sie die Herrschaft in den 2 Tagen in Wien schon umgesehen. Wie finden Sie es? Sehr verändert. Ja. Nur wie ich habe gesehen, Diana Bart, ich habe gewusst, ich bin in Wien. Ja. Und Denkmal auf Schwarzenbergplatz, du hast auch erkannt. Formalistischer Mist aus Stalin-Ära. Ja. In Russland, wir hätten längst weggenommen. Da. Aber den Wienern, es macht nichts. Ich habe viele solche Denkmäler. Ei, ei, ei. Aber was sagen Sie zu den landschaftlichen Schönheiten Österreichs? Ah, ich weiß. Viele Rotarmisten, sie machen Hochzeitsreise nach Zistersdorf. Ja. Wir waren auch in Baden. Ja, ja, ja. Und dort ist jetzt das Casino. Haben Sie auch gespielt? Glauben Sie, ein Russe lässt sich in Baden von Österreichern ausziehen? Ja, mit dem Glaubten zum Vergnügen. Also, wo bleibt denn der Ober? Herr Ober,
Aber jetzt sehr arrogant. Ja. Früher, ich habe einmal mit Maschinenpistole in Luft geschossen, gleich waren drei Kellner da. Was machen die vielen Fremden, die kommen und haben keine Maschinenpistole? Ja, die tun sich schwer, die tun sich schwer. Aber was sagen Sie zum Wiederaufbau? Wo ist Wiederaufbau? Skala, man hat abgerissen. Ja, Skala. Aber gut, Theater. Warum? Ronach ist zugesperrt. Schöne alte Ruine von Heinrichshof. Man hat weggenommen. Auf Opernkreuzung, man muss in Luftschutzkeller. Und Kärntnerstraße, man kann nicht überqueren, ist viel gefährlicher als in den Kampftagen. Ja. Nirgends, man trifft Kommunisten. 1945, wenn man hat getroffen, Österreicher, er war Kommunist. Wo ist KPÖ? KPÖ! Ist sie überhaupt noch in kommunistischer Partei? Was macht Honner? Was macht Kaplenik? Was macht Fischer? Fischer, dem geht's gut. Der dreht einen Film nach dem anderen. Ich habe immer gewusst, er ist guter Schauspieler. Ja. Herr Ober, geben Sie mir Zeitung. Eine Zeitung daher, bitte schön. Haben Sie nicht Falkstimme? Leider, die haben wir nicht. In Budapest, ich habe bekommen. Ja. In Odessa, ich habe bekommen. Sogar in Irkutsk, ich habe bekommen. Wann wird man bei Ihnen bekommen, kommunistische Zeitung? Ja, erst dann, wenn Sie in Irkutsk eine österreichische Zeitung kriegen, bitte. Aufs Verkauf, Sommer aufs Verkauf, Herbst aufs Verkauf, wir reimen den Laden aus. Das machen jetzt die Österreicher. Ja, ja, jetzt können wir endlich frei aufatmen nach den langen, schweren Jahren der Besatzung. Der Besatzung durch die Amerikaner. Prost, Prost. Herr Ober. Skolko dakoi, Striptease, was ist das? 5 Pfund? Nein, da kommt eine Dame und zieht sich aus. Warum? Warum? Ja, sie kriegt Geld dafür. Wie viel? Oh. 300 Schilling. Und wie lange sie braucht dazu? 5 Minuten. 5 Minuten. Bei uns in Fabrik, wir ziehen uns aus in 20 Sekunden. 15 Sekunden. 15 Sekunden. In 5 Minuten, ich könnte verdienen. So. 20. 20. 5000 Schilling? Sehr sozial. Prost! Prost! Verzeihen Sie, warum nehmen Sie den Herrn Gemäumer das Klaus weg? Sie war Sekretärin bei Chruschtschow. Ach so, ja. Übrigens, der Chruschtschow, der war bei uns in Wien. Ja, ja, in Zivil, ist er spazieren gegangen am Ring, Hotel Imperial ein und aus. Hotel Imperial, ja, ja. Ein und aus, ja. Das hätte er sich 45 in Zivil nicht getraut. Ja. Das waren Zeiten. Stalin ist tot, ja. Malenkov ist gegangen, ja. Bulgarin ist gegangen. Nur Hilbert, er sitzt noch immer im Theater an der Wien. Ja, das hat uns aber auch 16 Millionen gekostet. Menschen? Nein, Schilling. Neokultur ist teuer. Ich habe gehört, österreichischer Rundfunk ist nicht schlechter geworden. Aber das Nachtleben im heutigen Wien, das Nachtleben ist ja doch viel besser als früher. Nachtleben viel schlechter. Früher, ich bin auf Straße gegangen, ich habe gesagt, du Frau, komm. Jetzt ich gehe in die innere Stadt, komm, Frau, sag, du Mann, komm. Meine Frau Natascha von Zevas ist manchmal empfindlich. Ja, ja. Haben Sie die Absicht, Ihrer Frau noch etwas von Österreich zu zeigen? Da, Molotow. Und sonst nichts? Wir haben gekannt bei Usia, Chauffeur, Pelzel. Er hat uns eingeladen in große Hotel in Ips. Ah, ja. Und da fahren Sie jetzt hin? Wir haben bekommen einen Brief von Erzdiözese, dass Einladung nicht gilt. Was hat Erzdiözese mit Usia zu tun? Ja, das fragen wir uns auch schon die längste Zeit. Haben Sie sich die Hofburg wieder einmal angesehen? Alles leer, traurig. Ja, ja, ja. Früher Leben, Musik, Lautsprecher.
Rotar, Mr. Ensemble! Пристава, ваше строение! Это Atomkommission. Von mir man hat verlangt Dokument, Dokument in Hochschule. Over, zahlen! Over! Zwei junge Männer, die haben mich angesprochen. Was haben Sie gewollt? Sie waren brutal, sie waren betrunken. Sie hatten schwarze Lederjacken an. Herr Omer, was ist das für eine Besatzungsmacht? Aber es ist eine Halbstarke, wie wir so sagen. Die stinken die Leute auf, manchmal der Schlung sind. Aber im Grund sind da nur Kinder. Hoffentlich nehmen Sie doch noch ein paar gute Eindrücke mit nach Hause. Darf ich fragen, wann uns die Herrschaften wieder beehren? Fragen Sie nicht mich, fragen Sie Marschall Malinowski. Ja, so kann der Mensch sich eben täuschen, es fängt immer wieder einer an. Statt dass Ruhe wäre auf dem Feld der Ehre, wird der Eichmann eine Staatsaffäre. Wenn Sie könnten, möchten Sie ihn zerfleischen. Sie wissen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir's richtig sehen, hat er durch Ideen praktisch mehr als seine Pflicht getan. Der Eichmann hat doch nur die Fahne hochgehalten und für Deutschland sich eingesetzt. Aber schließlich tat er von jeder von uns furchtbar alten Kämpfern. Man war verhetzt, der Eichmann war hypnotisiert auf den Führer. Innerlich hat er, wie ich, sich sehr gewehrt. Gut, er war vielleicht ein Liquidierer. Doch, das ist juristisch längst verjährt. Wie oft hat man uns gepredigt, dass uns sicher nichts passiert? Unsere Akten sind erledigt, wir sind entnazifiziert. Was sind das für Garantien? Wo bleibt da das Menschenrecht? Man kann nicht einmal entfliehen, ich schlaf nie und wenn dann schlecht. Ist das nicht schaurig? Ist das nicht traurig? Auf allen Linien, sogar in Argentinien. Ja, so kann der Mensch sich eben täuschen. Eichmann ging bescheiden ins Exil. Früher hat man drüben in New York geschrieben, wie viel Aufwand Immigranten trieben. Und der Eichmann lebt in einer Tasche, weit am Stadtrand und trägt nur Zivil. Ist nicht aufgeblasen, denkt nicht an Vergasen. Seine Ruhe ist alles, was er will. Und gestattet in dem Bande doch, und er muss festgeschlossen, weil was mehr. Na, es passiert das bald noch anderen Parteigenossen. Das wäre nicht fair. Ich hab nichts gesagt von meinem Dienst in Mauthausen. Was mach ich, wenn einer kommt und mich verschleppt? Meine Arbeit war nur schlicht entlausen, nur es hat's nicht jeder überlebt. Es ist zu blöd, man gab für Deutschland so vieles her, hat Befehle mutig ausgeführt. Man hat den Mund all die Jahre gehalten und hat tapfer und brav liquidiert. Diese Leute setzten sich doch niemals zur Wehr. Diese Clique, sie schlug ja nie zurück. Ja, so kann der Mensch sich eben täuschen. Niemand dachte an den alten Zwist. Man lebt brav und wieder ist ein Wunder, wenn man wieder gegen diese Juden ist. Meine Hochverehrten, ich bin ein sehr nervöser Mensch und deshalb gehe ich so ungern ins Theater oder ins Kino. Nicht nur wegen der Dinge, die man dort zu sehen bekommt, das ist noch das Wenigste. Aber Sie wissen, man sitzt dort so eingepfercht in einer Reihe mit lauter Leuten, die glauben, die Armlehnen gehören Ihnen allein. Wenn man Ihnen die großzügig überlässt, nutzt das auch nichts, dann bohren Sie einem die Ellbogen in die Rippen. Die Vorderleute unterhalten sich die ganze Zeit miteinander und wackeln hin und her. Wenn man mitwackelt, sagt der Hintermann, Sie sitzen Sie ruhig, na und so weiter.
Was erzähle ich Ihnen da, das wissen Sie ja selbst alles viel besser. Aber die Technik schreitet unaufhaltsam vorwärts und hat uns jetzt endlich ein Mittel beschert, wo diese Störungen alle vollkommen ausgeschlossen sind, nämlich das Fernsehen. Ich kenne da eine reizende Familie, die mich zu einer Übertragung eingeladen hat, von der mir wirklich kein Wort entgehen darf. Ich nenne diese bezaubernden Gastgeber meine Fernsehfamilie. Und das hat nichts mit der Fernsehfamilie zu tun, die Ihnen vom Fernsehen her bekannt ist. Aber, wie Sie gleich sehen werden, ist es auch eine typisch österreichische Familie, die sich in einer typischen Situation, nämlich vor dem Bildschirm, typisch verhält. Ich bin sehr glücklich, diese Leute gefunden zu haben, denn ich selbst besitze keinen Fernsehapparat. Ich bin ja nicht wahnsinnig geworden, mir sowas anzuschaffen, damit dann fremde Leute zu mir auf Besuch kommen. Nur einen Augenblick, ja, weil ich suche nämlich nur etwas. Ich suche nämlich nur. Pardon. Haben Sie vielleicht zufällig unseren Korkenzieher gesehen? Nein, nein. Sitzen Sie gut! Ja, danke, danke. Ich meine, sitzen Sie nicht vielleicht zufällig auf unserem Korkenzieher? Nein, nein. Lassen Sie sich nicht stören. Nein, nein. Hat die Übertragung aus dem Burgtheater schon angefangen? Das ist schon das zweite Bild, was läuft. So was? Ich hab geglaubt, das ist noch immer der Zeit im Bildsprecher. Nein, das ist der Reiher. Das ist der Reiher? Komisch. Muss ich gleich dem Gustl sagen. Gustl, komm, das zweite Bild läuft! Na, jetzt ist schon das dritte Bild. Gustl! Der Mann wieder blöd. Sehen Sie gut? Ja, danke, danke. Ja. Ich glaube, Sie sitzen nicht richtig. Naja, bleiben Sie. Ich kann den Apparat etwas höher stellen. Mittel, wir haben da eine Schraube. Warten Sie, wo ist die Gleitung? Jetzt sieht man nicht einmal mehr den Reiher. Ja, ist jetzt besser? Ja, wenn Sie Platz nehmen, kann ich Sie Ihnen vielleicht sagen. Ah, ja, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen. Darf ich Ihnen anbieten? Nicht, danke, bitte. Könnte man vielleicht das Licht abdrehen? Nicht, aber Entschuldigung, ich habe ganz vergessen. So, da ist der Wein. Jetzt gibt's ein Weinl. Mhm. Nur einen Augenblick, nur bis ich das Wagerl abgestellt habe. Herr Zierwitzer, was soll's? Da ist er, der Korkenzieher. Ha! Da hätte aber auch die Flaschen vorher aufmachen können. Mir bricht immer der Stoppel auf. Das macht man doch, bevor der Gast kommt. Ja, aber doch nicht jetzt, wenn er dann schaut. Bin ich Ihnen im Weg? Ja, etwas, wenn Sie sich erinnern. Ich gehe gleich weg.
Burgtheaterübertragung. Das ist halt was Großartiges, ne? Und dass man die Feinheiten alle so aus der Nähe miterleben kann. Ich sag immer zu meinem Herzl, wenn sie im Fernsehen Burgtheater bringen, das ist überhaupt das Beste, was sie zu bieten haben. Weißt, die Wochenschau nichts dagegen. So, jetzt sagen sie uns nur noch schnell, um was es sich in diesem Stück handelt. Yes. Ja, so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Bitte könnte man vielleicht das Licht abdrehen. Licht abdrehen, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen. Entschuldigung, Leute, ich komme gleich. Was, glauben Sie, dass das Farbfernsehen bald kommt? Weil da müssten wir uns leider einen neuen Apparat anschaffen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Das Finster ist bei euch. Bitte nimm Platz. Dieser hübsche Lampen ist die Neid. Ich bin noch kurz. Ah, ihr tut's Fernsehen! Hm. Was spielst denn? Burg! Lu van Burg! Burgtheater, Übertragung aus dem Burgtheater! Ach so. Na ja, das stört uns auch nicht weit. Ah ja. Darf ich bekannt machen? Das ist unser lieber Herr Zierbitz. Achso, ja, Zierbitz, sehr erfreut. Ja, und das sind die beiden Zippezaus. Herr Zippezau und Frau Zippezau. Sehr erfreut, sehr erfreut. Bitte greifen Sie, Frau Zippezau. Okay. Ich ziehe das Wagen weg, damit Sie besser sehen. Ja. Habt ihr einen Wunsch? Zuckerlein. Mir scheint, das spielt die Kostüme. Ah ja, was soll ich sagen wollen? Stehen zu blöd, sowas. Angenehm zu bezahlen. Ja, der andere möchte bei dir irgendwo hingehen, wenn du freundlich werden willst. Aber wenn, ich verstehe. Bitte. Ich verstehe, ja. Du, ich möchte aber, dass du neben mir sitzt. Sie gestatten. Danke. Geht schon, geht. Komm her, Zwetschgel. So. Sie brauchen sich nicht zu beruhigen. Du hast den blöden Fernsehsessel da aus. Nehmen Sie Platz, Herr Zirkus. Danke. Was ist denn immer vor die Augen, wenn man dumm steigt? Das ist so. Bitte, ich verstehe nicht. Etwas lauter. Ach so, ihr seid's. Ja, grüß euch. Aber nein, ihr stört uns gar nicht. Wir tun eh nur Fernsehen. Seid ihr auch beim Fernsehen? Ja? Na klar, ja. Was ist? Na, das ist blöd. Das ist sehr zwider. Das bei euch ringt, bei uns schneit's. Ob es in Kitzbühel regnet heute, das weiß ich nicht. Ne? Aber vielleicht weiß es der Gustl. Ich frage ihn gleich, ja, Augenblickerl. Gustl! Ja, entschuldigen Sie, meine Frau. Telefon, Herzl! Telefon? Ja. Aber lassen Sie sich da nicht stören, Herr Zierwitzer. Nein, ich habe dich nicht angerufen. Hast du mich angerufen? Auch nicht. Na, dann rufen wir uns morgen wieder an. Servus. Hast du? Ja. Hast du denn gesagt, ob es in Kitzbühel regnet? Nein. Hey,
Also 20, wir sind doch nicht im Kino. Was? So, ja. Hoppala! Das ist Hoppala! Schöne Aussicht habt ihr da! Ja, 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 ja. Und auf allen Tischen Fernseher und Tischen. Ja. Was wäre das moderne Leben ohne das Fernsehen? Na. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Skinker. Die da drüben schauen auch zum Fenster heraus. Ja. Es läutet. Es läutet. Es läutet. Es läutet. Also man hat überhaupt keine Ruhe. Einmal möchte ich mir eine Sendung in Ruhe zu Ende anschauen können. Lass sowas, dass man dich wieder einmal sieht. Ja, gehst du nicht da hin. Ja, dann kannst du mir auch früher sagen, dass lass sowas, wisst ihr, wer da ist? Der Zwerg ist. Ja, was ist der Zwerg im Bladentrunk? Ja, grüß dich doch, der Bladentrunk. Kinder, wisst ihr, von wo ich komme? Aus dem Burgtheater. Das war so fad, ich bin in der Halbzeit weggegangen. ich will euch nicht stören. Ich muss euch nur einen ehrlichen Witz erzählen. Also was ist der Unterschied zwischen dem Casavubo und dem Fiegel? Wisst ihr, wie viel Uhr es ist? Nein, ich kann ja die Zeit anrufen. Wissen Sie die Nummer von der Zeit? 15.03. Ich verstehe sie nicht. Dreiviertel zehn. Dankeschön. Dreiviertel zehn Sportnachrichten, ja, ja. Wo ist der Radio? Ich ah, da gleich beim Fernsehapparat. Das ist aber praktisch. Ja, ja. Kann man das Fernsehen ein bisschen leiser stellen, was sich dem was geschieht, nicht wahr? Sieben Hirten gegen Karlsgraben, 7-3. Ortmann gegen Gasgrad, 5-4. FC Poppenwimmer gegen Rapid Ader Klar, 3-3, unentschieden. Das war das Ende unserer Sportnachrichten. Freut mich, Blatt! Ja, sehr, freut mich, ihr möchtet vielleicht wegkommen von dem Apparat. Stört es, wenn ich hinter Ihnen stehe? Nein, nicht, wenn Sie ruhig stehen. Ich bin eh ganz ruhig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Der Unterschied zwischen dem Casavubo und dem Fiegel. Da kommen Sie nicht drauf. Das ist ein herrlicher Witz. Also dann erzählen Sie ihn schon, damit endlich einmal ruhig ist. Nein, ich will ja nicht stören. Sonst zieht's doch nicht irgendwo. Ausgeschlossen. Aber ich kann ja mal nachschauen. Ich bin so verkühlt, merkt Sie. Fuß und den Zug setzen. Nein, jetzt nicht. Sagen Sie, ist Ihr Mann am Abend auch immer so unrasiert wie meiner? Psst! Wir sind doch eh alle ganz ruhig.
Was ist denn der Kassel? Sind Sie doch ruhig, jetzt, was interessant wird. Hübsche Muster verwenden Sie jetzt für die Sendepausen, hm? Ja. Zick, zack und Meander. Ja. Ein bisschen unruhig ist es heute, das Muster. Ja. Flimmern tut's. Michel, das ist gar keine Sendepause. Nein. Nicht wahr? Ja, das Bild ist zusammengebrochen. Ja. Okay. Ja. Aber das werden wir gleich haben. Na bitte, da ist es schon wieder. Guter Apparat. Das ist eine hübsche Schauspielerin. Das ist keine Schauspielerin, das ist die Ansagerin, das Stück ist aus. Aus? Aus? Yes, schon. Na, so was. Also vom Burgtheater hätte ich mir mehr erwartet. Gussel, schau, vielleicht wenn man das Stück im Theater direkt gesehen hätte, wäre es ganz gut gewesen. Ja. Aber für Fernsehen war es nichts. Ich weiß nicht, mir hat es im Fernsehen besser gefallen. Nein, es war eine große Enttäuschung. Ich werde denen wieder einmal schreiben. Ja. So ein Programm kann man sich nicht gefallen lassen. Was sagen Sie, Herr Zierbitzer? Ja, mich dürfen Sie nicht fragen. Ich habe es nicht gesehen. Um mit der Zeit zu gehen, bringen wir Ihnen in der nächsten Nummer ein Striptease. Möchte allerdings keine falschen Hoffnungen erwecken. Sie werden von dem Striptease genauso viel sehen, wie Sie in der letzten Nummer von der Burgtheaterübertragung gesehen haben, wie Sie in der nächsten vom Rosenkavalier sehen werden, denn unser Thema sind ja die Zuschauer. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass die Zuschauer da oben auf der Bühne so etwas wie ein innerliches Striptease vollziehen, dann sehen Sie das, was wir Ihnen eigentlich zeigen wollen. Das ist vielleicht für einige wenige unter Ihnen nicht so reizvoll wie ein richtiges Striptease, aber hoffentlich für die große Mehrzahl auch nicht so langweilig. Wer das nicht ganz mitgekriegt hat, der kann ja danach immer noch in die Rauensteingasse gehen. And don't forget, bring your family. Warum hat die am Anfang so viel auf, wenn sie sich dann da auszieht? In Attnang Buchheim haben wir jetzt auch schon so ein Lokal. Aber die Mädchen dort sind viel älter. Wenn sie sich nicht ausziehen würde, möchte sie kein Mensch anschauen. Meine Frau ist sehr kritisch, wissen Sie? Erst, du gefällst mir. Bei dir sitze ich, was mich gefreut. Erst, ich bin besoffen. Warum tanzt sie? Sie kann eh nicht tanzen. So ist es ästhetischer. In Attnang Buchheim haben wir eine, die kann Bach tanzen. Ein Striptease-Mädel. Nein, Postfräulein. Keine Frau zieht sich in Wirklichkeit so aus. Jetzt bin ich neugierig, ob es den Büstenhälter aufgewirkt. Der Busen heißt da nichts mehr. Zweimal hat er sich schon operieren lassen. Wenn's genau hinschaust, siehst du. Ich bin der vielleicht so. Hört, ist sie etwas nervös?
So oft ich da bin, noch nie sie einen Knopf vergessen. Wie gehen Sie den Füßen halten? Das war gewagt. Jede Frau mit einer turnerischen Ausbildung kann sowas. Ich hab auch keinen Busen heute an. Na, wie ich heute angesoffen bin. Wissen Sie, dass es hochinteressant ist, sich mit so einem Mädel zu unterhalten? Solche Geschöpfe haben auch ihre Probleme. Ein Gesicht hat wie ein Bulldog. Ja, wenn Sie aufs Gesicht schauen. Also weißt, ich bin nicht prüde, aber wie Sie sich da niedersetzt. Ausgesprochen, Adinä. Also was kann man auch dezent machen? Olas Theater. Die schaut nur noch was aus. In Wirklichkeit ist nichts los mit ihr. So besoffen war ich schon lange. Waren Sie mit der Messe zufrieden? Es geht. Ich muss mich übrigens für Ihre freundliche Einladung noch revanchieren. Wenn Sie einmal noch hatten, am Buchheim kommen. Glaubst du, schämt Sie sich? Solche Schlüpfer tragt man heute schon gar nicht mehr. Du weißt ja nicht, wie besoffen wird. Das dauert halt länger als sonst. Die Kapelle finde ich scheißlich. Negerinnen machen das viel geschickt. Das letzte Mal, da war eine Negerin da, die hat sich in Atten am Buchheim haben wir keine Negerin. Was geht eigentlich in so einem Mädel vor? Na, fahrt ist sie. Brauchst nur ein Wort sagen und ich geh mit dir auf und los. Dann zeig ich dir was. Ich verstehe eins nicht. Wie kann man so besoffen sein? Sind diese Damen eigentlich bei der Gewerkschaft? Sie können es ja noch erfragen bei einer Flasche Sekt. In Atten am Kuchen genügen zwei brennende Soda. Also ich glaube, dass diese Stripteaserinnen alle miteinander psychopathisch verhandeln. Naja, Exhibitionisten, das sind. Der traut sich was, was? Der Körper kann sich sehen lassen. Na, jetzt hat sie wohl kaum noch was zum Ausziehen. Erst, es ist soweit, schau hin! Jetzt zieh mich aus! Ja! Das wäre alles. In Atnang nehmen Sie das auch noch weg. Wir haben Ihnen ein Fernsehpublikum gezeigt, dann haben wir Ihnen das Publikum in einem Striptease-Lokal vorgeführt. Wenn Sie sich umsehen, sehen Sie ein Kabarettpublikum. Was Sie aber noch nie in Ihrem Leben gesehen haben, zeigen wir Ihnen in der nächsten Nummer, nämlich das Publikum einer Opern-Gala-Premiere, zu der man ja bekanntlich keine Karten kriegt. Da auch wir das Glück hatten, diese Leute noch nie von Angesicht zu sehen, wurde in der nächsten Nummer auf eine naturalistische Darstellung verzichtet. Es wird gesungen, das werden Sie ja ohnehin gleich hören. Wozu also sage ich Ihnen das? Ich tue es nur, um meinen Kollegen eine kleine Atempause zu verschaffen, damit die Zeit haben, sich für die nächste Nummer bereit zu machen. Denn wir haben gesagt, geh raus, rede ein paar Worte, bis wir fertig sind. Und weil dem so ist und wir Zeit haben, wollte ich Sie fragen, wissen Sie jetzt eigentlich schon, was der Unterschied ist? Was der Unterschied zwischen dem Casavubo und dem Fiegel ist. Also wenn Sie es noch nicht wissen sollten, dann passen Sie gut auf. Der Unterschied zwischen dem Casavubo und dem Fiegel ist folgendes. Entschuldigen Sie, es geht sich wieder nicht aus.
So, Christus! Nicht so laut! Das ist ein Politiker und sein Frau. Hört es an den Urlaub, immer Kind. Du kannst wieder sehen, dass auch ich prominent bin. Wer ist das dort? Der dicke Herr. Ist ein Autoimporteur. Hat der auch einen Ehrenplatz? Jo, einen bezeugten, denn der hat sie ja. Wer sitzt da? Nix von Bedeutung, nur ein Schreiber von der Zeitung. Ist schon da. Darf ich hier vorbei? Oh, mein Jo. Danke, bin so frei. Ich hab sowieso nix versäumt. Die Marschallin ist heut verschleimt. Der Ochs ist ein indisponiert. Wer versteht was? Wer versteht was? Es wird eh nix Besonderes sein. Da schlaf ich am besten gleich ein. Die Sophie, keines Brief an ihn all, ist fatal. Wer genau ist zu flau im Gesang und das Ganze ist zu lang. Hofmannsthal. Es war der Beruf ist es. Ohne mich geht's halt schwer, ohne mich kein Premier, ohne mich gibt es keine Kultur. Mit mir, weil ich repräsentier den Wohlstand und die Konjunktur. Und wir sind ja hier, denn wir kriegen ja für diesen Anlass ein ganz neues Kleid. Maus, ich sag, ist es morgen, gehen wir dann in die Bank. Keine Nacht hier zu lang, das macht mich nervenkrank. Hast du kein Bildungsdrang, hör lieber zu. Was glaubst, was das kostet, das Kostüm von der Marschallin? Für das Geld wohne ich einen Sommer in Felden. Was glaubst, kriegt die Zeit? So wie ist nicht, weil sie muss der Steuer die ganze Gasch melden. Straßopern find ich furchtbar schwer. Ich will schon endlich Pause werden. Mich drückt mein linker Schuh so sehr. Ich hab einen Burschen. Eigentlich ein schlechter Witz, dass ich in der Oper sitz. Lieber wär im Casino jetzt oder am Heirich. Ich hab Angst in jeder Sitz, dass ich mein Sakko durchschwitz. Denn es gibt natürlich gleich eine Pressenotiz. Du, den linken Schuh, den halt ich nicht mehr auf. Geht's aus? Einerseits ist ja gut, dass ich nichts zahlen muss für meinen Platz. Doch krieg ich keinen Groschen für meine Strapaz. In der Zeit, wo ich da bin, verkauf vielleicht drei Putzenlimousinen. Mir brummen schon die Ohren. Ich hab meinen Schuh verloren. Wenn's auch schwer, man ist halt wer. Und nur aus diesem Grunde kommt man schließlich her. Ohne mich. Ohne mich. Ohne mich. Ohne mich. Kann ein Opernhaus nicht mehr gedeihen. Mit mir, besetzt man die vordersten Reihen. Nur wir sind hier, mit dir, von unserem Jahrhundert, auch wenn ihr euch wundert, das Geld dafür zahlt ihr, und trotzdem kommt ihr nicht herein. Jetzt ist aus. Gott sei Dank. Es war eben zu lang. Ich geh nach Hause, ich schreib dasselbe wie voriges Jahr, wo ich auch bis zum Mittwoch auf Haus. Meine hochverehrten
An dieser Stelle unseres Programmes würde normalerweise das sogenannte Mittelstück stehen. Wir haben uns aber dieses Mal entschlossen, auf das Mittelstück zu verzichten, wie wir hoffen, sehr zur Erleichterung eines großen Teiles unseres Publikums. So ein Mittelstück, wie Sie wissen, ist immer sehr anspruchsvoll, es stellt große Anforderungen. Ich meine natürlich an uns. Ja, es verlangt mehr Schauspieler und es verlangt vor allen Dingen Schauspieler, die mehr Schauspieler als Kabarettisten sind. Und mit Schauspielern ist das so eine merkwürdige Sache. Ich beobachte das immer wieder. Schauspieler haben dann einmal die seltsame Eigenheit, dass sie so oft hinter der Bühne interessanter sind als auf der Bühne. Sie zeigen sich da so, wie sie sich auf der Bühne nicht zeigen können, wie sie sich im Leben nicht zeigen würden. Und das ist manchmal sehr lustig. Und manchmal, besonders wenn sie schon Elternjahrgängen angehören, kann es auch ein wenig traurig sein. Und so eine kurze Studie aus diesem Zwischenreich möchten wir Ihnen jetzt vorspielen. Das Leben hinter den Kulissen, nicht das süße Leben, naja, sagen wir halt das bittersüße Leben. Wann warst du in Meeresostrau? 1926. Das war eine schlechte Saison. Wie kannst du das behaupten? Kein anderes Theater im Sudetenland konnte Pension Schöller so hinreißend besetzen. Du hättest das Stück in Aussicht sehen sollen. Ein Fest, ein wahres Fest! Du bist damals in Aussicht? Nur als Gast. Ich war in Tetzen-Bodenbach engagiert. Tetzen-Bodenbach, da kannte ich eine Ballettelefin. Ricky hieß sie. Das ist ausgeschlossen. Wir hatten gar keine Eleven. Nur Eleven, der Intendant, du weißt ja. Er war dann später Verwaltungsdirektor am Hamburger Schauspielhaus. Ganz recht, ganz recht. Mit einer Chordame Ricky sowieso war ich 34 in Duxburgs Kommutau engagiert. Nee. 34 kannst du nicht in Duxburgs Kommutau gewesen sein. Wieso? Weil dein Fach schon belegt war. Ich hatte damals ein ganz anderes Fach. Ich spielte den Zigeunerbaron, den Conte Canero. Mit dem hätte ich dich nie besetzt. Ich war der Erste, der in dieser Rolle gehältet hat. Die Leute haben getobt! Dass man dir den Conte Canero gibt? Na, ich war nicht Intendant. Aber mit wem hättest du den Conte Canero denn besetzt? Tja, ich kenne nicht den Stil der Inszenierung. Dann red nicht! Den hinreißendsten Zigeunerbaron sah ich 37. In Bunzlau. Das ist ein Witz. Wieso? Bunzlau war immer tiefste Provinz. Woher weißt du das so genau? Ich habe 39 dort gastiert. Die haben damals prinzipiell keine Gastspielverträge ausgestellt. Na, ich hatte einen Externistenvertrag für Sprechrollen in Operetten. Na gut, schön. Vielleicht in Bielitz, aber nicht in Bunzlau. Bielitz hatte damals überhaupt keine Operette-Tableau. Vielleicht meinst du Jungbunzlau. Ich habe morgen einen Funk. Kinderstunde, Schneewittchen. Spiel einen Zwerg. Welchen? Den vierten. Wie legst du ihn an?
hintergründig. Konventionelle Auffassung. Ich habe einmal den Siebenten gespielt in Chemnitz. Der ist eine viel bessere Rolle als der Vierte. In der Bearbeitung nicht. Ich finde es ausgesprochen feige, im Funk einen Zwerg zu spielen. Wie kannst du behaupten, dass Bielitz keine Operette hatte? Ich selbst habe dort in Zigeunerliebe gesungen. Es ist ja alles vergeben. Es ist ja alles noch frei. Der Chor fehlt ein. Die Woche des Glücks. Mein Herz rennt, wenn... Conte Canero war einer meiner größten Erfolge. Premiere war 12. Februar 1934. Woher weißt du das so genau? Ich habe alle meine wesentlichen Premieren im Kopf. 13. März 1938, Hoteldirektor in der lustigen Witwe Reichenberg. 1. September 1939, Bürgermeister im Vogelhändler Teplitz-Schönau. 20. Juli 1944, Haushofmeister im Bettelstudent Meeres Ostau. Ich bewundere dich, wie du dir diese Daten alle so merkst. Damals hat man noch Theater gespielt. Ein Scher der lustigen Witwe, war Künz Sanfthenkel. Ja, Künz. Der flotte Künz. Richtig, ja, Künz. Entfalten konnte sich Künz, aber erst in Leitmeritz. Kennst du seine Inszenierung vom Sommernachtstraum? Freilichtaufführung mit einem echten Esel. Sommernachtstraum. Max Reinhardt! 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 Wollte mich mal nach Berlin holen! So? Wieso ist nichts draus geworden? Kortner hat intrigiert. Natürlich Kortner. Na, außerdem, was hätte ich heute in Berlin? Die Lage ist sehr unsicher, du weißt, mit den Russen. Naja, die Russen. Stanislavski. Ja, das war auch so einer. Juschny. Tairov. Schaljapin. Alles dieselben Brüder. Ja. Swarovski. Ja, auch. Sag, wer hat eigentlich den Iflandring bekommen? Irgendein Burgschauspieler. Typisch. Einer schiebt ihm dem anderen zu. Unser eins kommt nie dran. Nee. Ist dir das schon aufgefallen? Ja, unentwegt. Sag, hast du eigentlich einen guten Agenten? Na, du weißt ja, wie das heute ist. Wenn du nicht prominent bist, hast du überhaupt keine Chancen. Chancen? Einen Filmnamen müsste man haben, weißt du? Einen Filmnamen. Harry Biel. Louis Trenker. Tom Mix. Rintintin. Du, ja? Erinnerst du dich an den Nordental? Nordental. Nordenthal, natürlich. Schicksbezüglich Tropau, jugendlicher Held. Nein, der war mehr Zwischenfach. Weißt du, für einen Liebhaber war er zu klein. Er hatte keine romantische Erscheinung. Woher weißt du das so genau? Ich musste mal für ihn einspringen. Oh, ja. Und für einen Helden hat er nicht genug Stimme. Wieso? Er hat doch auch gesungen. Na eben, da hat man's gemerkt. Aber er hat eine große Karriere gemacht. Ja? Auf dem Theater? Nein, bei der Gewerkschaft. Er ist Generalsekretär. Ja, aber der heißt doch Polacek. Das ist der Nordental.
Sag, hast du Girardi noch gesehen? Girardi ausgesprochen überschätzt. Richtig, ja. So wie kein. Ja, ja, ja. Ein Tag fliegen. Ja. Was spielen die heute noch? Nichts, gar nicht. Beide hatten gute Beziehungen zur Presse. Nur so kommst du nach Wien. Wien. Josefstadt. Volkstheater. Merisch-Ostrau war besser als Teplitz-Schönau. Die jungen Leute, die heute zum Theater gehen, sind arm. Es fehlt ihnen die Provinz. Ja, ja, ja. Was bist du so tüffitant? Vom neuen Jedermann habe ich furchtbare Verrisse gelesen. Ich habe immer gesagt, das Stück passt überall hin, nur nicht nach Talsburg. Vielleicht nach Linz. In Linz müsste man sein. Ja, in Linz. Ja, grüß dich, lieber Gieshübel. Servus, lieber Buntigam, wie ist denn Papa? Na ja, es geht. Ah, fein. Er war gerade in Bayern. In München, beim Oktoberfest. Nein, er war bei uns, Eure Majestät. Ah, was gibt es denn Neues dort? Große Dinge fragen sich Sachen. Ja, erzähl, das interessiert mich sehr. Habe da hereinkommen. Der Hund ja die. Der war der Bahn. Na, da weiß er sicherlich noch mehr. Kinder, schön, dass ich euch treffe in der Eden. Weil ich habe mit etwas Wichtiges zu reden. Wir haben uns entschlossen, muss etwas geschehen. Dieses Interregnum hat schon lang genug gedauert. Was für Interregnum, um was du dich drehen? Unser guter Kaiser kommt zurück. Und so sehr verdrossen dieser Status quo. Oh. Unser Enerato durch Geburt verbrieft der Rechte. Und auf die muss man gucken. Ja, bitte wieso? Unser guter Kaiser kommt zurück. So wie bisher geht's nimmer mehr. Selbst die Perser häuten sich an Schar. Ja, ja. Und kommt der Staatsbesuch her? Wer ist denn den Schar empfangen, der Chef? Das wird jetzt ganz anders. Ist auf höchste Zeit. Auf die Dauer kann man ohne uns kein Staat regieren. Lang haben wir gewartet. Jetzt ist es soweit. Unser guter Kaiser kommt zurück. Vor lauter Freude hätten wir eins beinahe vergessen. Was? Wir kriegen sicher wieder, was wir einst besessen. Joi! Die Jagd bei Pommeskirchen. Den Forst am Hohen Geil, den Dennis braucht der Schlüssel und das Haus. Vom Gutsbesitz dem Schirchen verkauf ich einen Bein. Da schaut vielleicht ein Jaguar heran. Ich bin noch den Staudamm und das Siegewerk bei Zenzus oder Drauton und die Brauerei im Bett. Ich verlang nicht mehr als unseren alten kleinen Grund bei Linz. Durch Zufall steht auf diesem jetzt die Föst. Halt mein lieber Gieshübel. Was, lieber Buntigam? Dieses Grundstück gehört doch gar nicht dir. Wieso? Das kriegt deine Schwester als Mitgift, wenn sie heiratet. Den zuvor gehört es demnächst mir. So, sei doch nicht so hart. Kinder, bitte streitet nicht. Es steht doch was Größeres auf dem Spiel. Schau, zum Beispiel mir gehört der Prater und das Burgenland. Doch ich habe ein ganz anderes Ziel. Was könnte das sein, das dich mich wirklich interessieren? Wir dürfen wieder unsere Adelstitel führen. Wenn du einmal ausgehst und empfangen wirst, wird man nicht mehr denken, dieser Sander hat doch kommt schon wieder, alle werden sagen, da kommt denn der Fürst. Wenn der gute Kaiser kommt zurück, bin ich im Casino und hab kein Jeton, muss ich nicht so wie bisher zu Fuß nach Haus marschieren, jeder will gleich sagen, da haben's ja Baron. Wenn der gute Kaiser kommt zurück, für mein Morgen vorträgt mir gleich eine Regierungsnummer.
Und dann steht die Polizistenspalier. Und dann kann ich parken überall. Genial! Wir werden nicht mehr leben von der Hand im Mund. Jeder von uns kriegt natürlich gleich gesamten Posten. Dann sind wir im Aufland. Und das ist der Grund, dass der gute Kaiser kommt zurück. Drauf an und was trinken, dass der gute Kaiser kommt zurück. Geborgen mit 10 Schilling, bis der gute Kaiser kommt zurück. Ich Medizin, nur auf Reklame flieg ich mich so an. Nur damit vor Verwechslung schickt, Mega-Mediziner bin ich nicht. Ich hab mich in das Kostüm da gepfercht und bin ein Berg. Ich bin vom Baum gestiegen, das wird kein Vergnügen. Ich steh auf zwei Beinen, schau, wie ich das kann. Hoch droben, wo der Ahr noch kreist, wo beim Sessellift das Drachseil reißt, wo der Kitscher dient, das Haus flitzt er, da komm ich her. Negerfrall und Alpenthal vereint jetzt ein Moral. Ja, bei uns ist hat alles so arm und so klein und so unterentwickelt, so wie bei einem von allen verstoßenen Kind. Einziger Trost ist für uns bei dem Ganzen, dass sich wildfremde Menschen ihre Nerven zerfransen, weil wir unter dem Wicked sind. Schau meine schwarze Bruder. Wir machen Schwierigkeiten allen weißen Leuten. Trotzdem soll sie sagen, das ist ihre Pflicht. Wenn man uns nicht den Müllpreis stützt und uns vor den Konkurrenten beschützt, wenn man uns die Subventionen entzieht, spül man nicht mit. Juhu! Der Hoffnung des Programmes, meines Heimes Deimes, wir lernen streien, aber streiben nicht. Wenn uns die Banken Geld allein, ist der Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit ist noch nicht genug, sie wollen's Aufdruck. Überall ist Konjunktur, wird jeder viel davor. Denn bei uns es hat alles so arm und so klein und so unter den Wicked. Freibauern, Freibauern, laden zum Spenden euch ein. Wenn statt zu arbeiten wir uns bedauern, kämmert viel eher auf Unterstützungen lauern. Es mag Mund was lernen, wären wir zwar gescheiter, aber heute kommen wir mit der Blödheit viel weiter, denn wir uns